Guitar Summit 2018, Tag 3. Ich bin Kettle Gromada. So, wenn ihr mitverfolgt habt, wie wir unsere Rundschau über den Guitar Summit 2018 gemacht haben, wisst ihr, wir haben die Etagen 1, 3 und 0 bereits abgedeckt. Und heute im letzten Tag werde ich euch die zweite Etage vorstellen. Dort gibt es sehr viele Boutique-Hersteller und die EGB stellt dort auch aus. Folgt mir. Der Fokus liegt hier vor allem auf Boutique-Herstellern und halt eher kleineren Herstellern, die auf Sonderanfertigung oder in einem ganz bestimmten Maß ihre Instrumente bauen. Und jetzt bewegen wir uns quasi schnurstracks gerade auf die Etage zu. Und wir schauen uns auch einfach mal um, was es hier so zu entdecken gibt. Neben Ausstellern von Gitarren und Bässen haben wir auch zum Beispiel Universal Audio, die natürlich für ihre tontechnischen Produkte bekannt sind. Die sind natürlich auch auf dem Guitar Summit vertreten. Das weltweit bekannte Abbey Road Institute. Hier, genau rechts neben mir, stehen wir vor der Studioszene. Hier wurden im Laufe der letzten zwei Tage, beziehungsweise auch heute, Workshops angeboten im Bereich der Tontechnik, die natürlich auch fokussiert sind auf zum Beispiel Guitar Recording, aber auch generell Mischen. Und jetzt blicken wir doch einmal kurz rein. Dies war förmlich die Homebase von Sound and Recording. Und auch hier ist der Marc, unser Chefredakteur. Hi. Wie geht's dir, Marc? Mir geht's super, und dir? Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Super Event, ne? Auf jeden Fall. Hast du Spaß? Ja, auf jeden Fall. Also super Leute, die Stimmung ist wieder grandios. Also ich finde, es ist noch ein Ticken geiler als letztes Jahr. Wir haben hier super Workshops mit Joey Jones, der hier die Amp-Topbox gleich vorstellt für Universal Audio. Ein super Mann. Wir haben die Klangoptimierung mit Wovox-Kabeln für alle, die sehr auch viel diskutieren wollen, sage ich jetzt mal. Das ist ja so ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, allerdings. Aber genau. Aber wie gesagt, ich kann es nochmal betonen, die Stimmung ist echt super. Vorbeikommen. Das heißt, die Workshops laufen hier weiterhin auf Hochtouren. Danke, Marc. So, und jetzt laufen wir auch quasi schnurstracks gerade auf die Electric Stage. So wie auf der Acoustic Stage werden hier, oder beziehungsweise haben hier Künstler im Bereich der E-Gitarre performt und performen immer noch. Ich würde sagen, wir gehen auch einfach mal kurz einmal rein. Eine Switch, die euch 10 Pickup-Konfigurationen. Wenn man aus dem Stammitzsaal rauskommt, läuft man quasi genau auf den Musensaal zu. Und hier stellen die European Guitar Builder aus. Und das sind also alles kleine Gitarrenmanufakturen, die alles in Handarbeit fertigen und also Boutique-Hersteller. Und wir werden uns gleich mit Tanja Spalt treffen. Sie ist der Executive Director für die European Guitar Builder und sie wird euch noch genau erzählen, was es hier zu entdecken gibt. Und sie wird auch mit ein paar Leuten sprechen. Dann werden wir sie jetzt treffen. So, ich stehe hier zusammen mit Tanja Spalt von der EGB. Und ich würde jetzt quasi das Sprechzepter übergeben und dich dann einfach was über die EGB und die Holy Grail erzählen lassen. Wunderbar, danke schön. Also wie gesagt, ich bin von den European Guitar Builders. Das ist ein Verein, in dem sich unabhängige kleine Gitarrenbauer zusammengeschlossen haben, die ihre Gitarren sehr oft als Einzelstücke handgefertigt herstellen. Und die hier am Guitar Summit teilweise in ihren eigenen Ständen, aber auch in einem Gemeinschaftsstand der EGB ihre Arbeit zeigen. Vor allem hier heroben im ersten Stock im und um den Musensaal gibt es einige ganz tolle Stücke zu sehen. Die EGB an sich, wir veranstalten die Holy Grail Guitar Show in Berlin, die das nächste Mal im Mai 2020 stattfinden wird, wo wir ganz besonderen Fokus auf die handgefertigte Gitarre richten. Gerade befinden wir uns in dem wunderschönen Musensaal, wo eine große Ausstellung von handgefertigten Boutique-Gitarren zu sehen ist. Und wir werden einen kleinen Rundgang machen und euch die Gitarrenbauer kurz vorstellen. Ganz kurz vorstellen, Christian Stollen, Gitarrenbauer aus Deutschland. Christian, wir machen kurze Interviews für den Guitar Summit. Kannst du einen kurzen Satz über dich und deine Erfahrung hier sagen? Ja, ich bin beim ersten Mal dabei gewesen, bin jetzt auch beim zweiten Mal dabei und ich finde,
es ist einiges dazugekommen, irgendwie, als ob diese Veranstaltung sich nochmal gesteigert hätte gegenüber dem ersten Mal. Wir haben akustische Gitarren zum größten Teil aus heimischen Hölzern gebaut. Hier sind wir bei Max Spohn, einem ganz jungen Gitarrenbauer aus Deutschland, der zum ersten Mal seine akustischen Gitarren zeigt. Max, kannst du uns in einem Satz kurz was über dich, deine Erfahrung hier ein bisschen sagen? Ich baue Gitarren für Fingerstyle primär und ich habe bei Raymond Crowd in den USA gelernt und das ist meine erste Ausstellung überhaupt. Es ist aufregend, aber es macht sehr viel Spaß und das Feedback ist sehr gut bis jetzt. Wir sind hier beim Christian Jablonski, einem Gitarrenbauer aus Österreich. Christian, kannst du kurz in einem Satz was über dich, deine Gitarren, deine Erfahrung hier sagen? Das ist aber knapp. Es ist eine super Show hier. Ich finde es großartig, vor allem eben im Rahmen der EGB. Die EGB ist großartigst. Das ist eine super tolle Community. Man fühlt sich sehr aufgehoben und das ist außerdem für mich die einzige Möglichkeit, so eine Show zu besuchen, weil ich halt keinen riesen Kram mieten kann und so. Ich mache Gitarrenbau seit schon länger, bin seit 25 Jahren Meister oder so und unterrichte in Hallstatt an der Fachschule für Instrumentenbau und zwischendurch mache ich halt die weltschönsten Gitarren der Welt, wie man da ganz deutlich sieht. Bitteschön. Als kurze Erklärung, wir befinden uns hier in einem Gruppenstand von 20 Mitgliedern der European Guitar Builders, die hier gemeinsam ausstellen. Es gibt auch noch andere Mitglieder, die einen eigenen Stand haben, aber dieses Tischarrangement ist ein Gruppenstand von solchen Leuten. Hermann, my brand. My guitars are slide guitars, so it's a little bit different than the usual acoustic guitar, but in the same time also I build acoustic guitars also. They are Weissenborn guitars. This one is made of koa, that it is the ideal wood for this kind of guitar. And they are all made with natural elements. And I try to, very simple, but in the same time I want to reach the sound, the natural sound of the wood. This is my target. Da sind wir beim Thorsten Preuß. Thorsten Preuß ist ein Gitarrenbauer aus Deutschland. Thorsten, kannst du uns in einem kurzen Satz was über deine Arbeit, deine Gitarren und deine Erfahrungen am Summit sagen? Das Guitar Summit ist eine sehr, sehr schöne Ausstellung. Die macht riesig viel Spaß. Ich baue sehr verschiedene Arten von Gitarren. Akustiks, Steel Strings, Archtops und manchmal auch Nylon Strings. Der Tisch vom Sander de Gier, der ist leider gerade nicht hier. Der ist aus den Niederlanden. Und vielleicht finden wir ihn später noch. Hier sind wir bei Alexander Klaas von Klaas Guitars aus Deutschland. Kannst du uns in einem kurzen Satz was über deine Arbeit und deine Erfahrungen beim Summit sagen? Ja, gerne. Wir bauen sehr, sehr moderne E-Gitarren. Viel Extended Range, 7, 8 Saiten, Bässe. Und Guitar Summit ist eine super Messe. Aber natürlich ganz besonders toll hier im EGB-Stand mit den Kollegen. Und die Leute kommen hier rein und wissen, okay, jetzt kriegen sie hier die tollen Sachen zu sehen. Das ist Andrea Valerin von Manne Guitars in Italy. Andrea, can you tell us in one sentence about your work and your experience here? Yes, thank you. I'm trying to making instruments the most different from the stock instruments, so I am experimenting mostly on piezo systems, both for the basses and for the guitars. So lately I'm into these developments. So that's it. Und ich möchte auch dazu sagen, dass Andrea eigentlich alle seine Gitarren aus lokalen Hölzern baut, was in den letzten Jahren bei der EGB ein sehr großes Thema geworden ist, dass wir Gitarrenbauer ermuntern, Hölzer zu verwenden, die lokal zu ihrer Region sind. Here we are with Jackie Walraid from Belgium. Jackie, can you tell us something about your guitars and your experience here very briefly in one, two sentences? The experience is quite very nice because I found it just because of the
the community of EGB, being together with a group of builders who are friends, it's very inspiring. And I must say, that's actually one of the main reasons why I came also. And then something about the guitars. I made an acoustic arch top here, which is working acoustically 100%. So you can play it, you can record with it acoustically, or you can amplify it as well. It's a very quite special design, and it works good. So, hier haben wir den Oliver Lang, das ist ein Bassbauer aus Deutschland. Oliver, kannst du uns in einem Satz ein bisschen was über deine Arbeit und deine Erfahrung hier sagen? Ein Satz ist schwierig. Ich baue Bässe aus Holz. Die Show hier ist super. Das Bässe aus Holz. Ja, genau. Also man kann auch mit Holz und Farbe arbeiten. Oder viele haben gesagt, oh, du agest jetzt. Habe ich gesagt, nein, ich age nicht. Ich betreibe Upcycling. Ich habe eine alte Bar bekommen, vor dem Bauschutt gerettet und baue jetzt da schöne Musikinstrumente draus. Meine Erfahrung hier in Mannheim ist, es ist eine wunderschöne Show. Die ganze EGB-Familie ist wieder da und interessante Besucher. Die Arbeit, die ich mache, sind Solid Body E-Gitarren. Das ist mein Modell Birdfish, das ist mein Modell Niwa. Es sind sehr konzeptionelle Instrumente, die immer einer bestimmten Ideeform folgen und da eben sehr weit gehen. Das war der Stand vom Ulrich Teufel, ein Gitarrenbauer aus Deutschland. Und wir gehen jetzt weiter zum Johannes Auli von Auli Guitars, ein relativ junger Gitarrenbauer aus Österreich, der zum ersten Mal am Guitar Summit ausstellt. Hannes, kannst du ein bisschen was in einem Satz über deine Gitarren und den Summit erzählen? Hallo Frau Spalt. Ich habe hier drei verschiedene Modelle von mir, einen Bass und dreimal dieses heißt B, Blue B oder so. Und ich bin eben zum ersten Mal hier und für mich ist es eine schöne Veranstaltung, weil hier auf relativ einem schönen Ambiente einfach wirklich tolle Instrumente gezeigt werden von vielen verschiedenen Instrumentenbauern. Es ist viele interessante Sachen dabei, die sehr inspirierend sind und ja, es macht mir große Freude und es ist auch eine Ehre, hier zu sein. Und, ja. Danke und schönen Tag noch. Hier sind wir am Tisch von Adriano. Adriano Sergio von Ergon Guitars, ein Gitarrenbauer aus Portugal. Adriano, can you tell us in one sentence a little bit about your guitars and your experience in Mannheim? Hi, I'm Adriano Sergio. My experience is second here. Should I look at you or should I look at you? I'll look at both. It's second here in Mannheim. It's been great. I met nice people, people like guitars, and it's been good. I want to come back next year probably. I bought my guitars. Ergon guitars are guitars. I try to be guitars very comfortable. I don't use chemicals, no plastics. I try at least. And I try to go close as possible to art and design, good taste and respect for nature, basically, and sound and music and people. Thank you. Und hier kommen wir zum Tisch von Rainer Tausch, einem Gitarrenbauer aus Deutschland. Rainer, wir reden Deutsch. Kannst du uns einen Satz über deine Gitarren und dein Hiersein am Summit erzählen? Du bist zum zweiten Mal hier. Ich bin zum zweiten Mal da. Ich war beim ersten Mal auch schon dabei. Hallo übrigens. Ihr seid beim Tauschgitarrenstand. Ich bin Gitarrenbauer seit 1995, habe schon so ziemlich alles miterlebt und muss sagen, Mannheim ist zusammen mit der Holy Grail in Berlin, das sind schon die geilsten Shows. Unbedingt hierher kommen, ja. Hier gibt es den guten Stuff zu sehen. Und ja, zu meinen Gitarren, ich habe dieses Jahr mal eine Neuigkeit mitgebracht. Wer meine Gitarren kennt, weiß, es sind immer so ein bisschen Tele-Eske Sachen, wie hier auf der rechten Seite. Habe ich zwei Stück mit, dieses Jahr ganz neu, mal ein bisschen Experiment mit einer Oldstyle Explorer. Die hat ein Händler von mir in Auftrag gegeben, weil er glaubt, dass es dafür doch einen Markt gibt. Und es schaut auch wirklich so aus. Sie wird sehr, sehr gut angenommen. Ist eine der meistgespielten Gitarren hier. Prima Sache. Das freut uns zu hören. Schönen Tag noch. Das wünsche ich dir auch, Tanja. Hier sind wir beim Tisch von Hans Gerding von JHG Guitars aus den Niederlanden. Hans, German English? Anyway. Just
I make guitars and I like it here a lot. Yeah, that's pretty much it. Yeah, make all kinds of guitars and I'm really enjoying the show. This is Ho Zen from Maestro Guitars in Singapore. Tell us just one word about what you do, a few sentences, and how do you like it here? Here's perfect. Here's amazing. Where all the guitar builders are gathering around here, and we are exchanging ideas and view on how we can further improve on what we do. So I think it's a very, very valuable opportunity for me to come and learn from others, and I get to meet everyone who is like-minded. Da sehen wir ja jetzt am Stand von Jens Ritter. Jens, kannst du uns ganz kurz was über deine Gitarren und den Summit vielleicht sagen, so ein, zwei Sätze? Tja, meine Gitarren habe ich hier mitgebracht, Bässe und Gitarren. Und ja, Summit finde ich klasse, tolles Ambiente, tolle Leute, Ruhe und er ist am Wachsen. Und ich freue mich auf den nächsten. Hier sind wir jetzt am Stand von Frank von Tieftöner Guitars. Wir kennen uns persönlich noch nicht so gut. Kannst du uns ein bisschen was über deine Instrumente erzählen und wie es dir so am Summit geht? Also ich ganz gerne. Meine Instrumente unterscheiden sich ja, wie man ganz deutlich sieht, von dem typischen Fender-Instrument, der beinahe an jedem anderen Stand zu sehen ist. Was es mir natürlich nicht leicht macht in einer Zeit, wo eigentlich alles in Richtung Retro geht. Aber ich möchte trotzdem meinen eigenen Stil durchziehen. Und da ist dieses Guitar-Summit ein geniales Forum, weil hier einfach nur Fachpublikum ist und Menschen sind, die auch neue Sachen ausprobieren wollen. Hier sind wir bei Giulio Negrini von Giulio Negrini Guitars. He is now living in Switzerland. Giulio, can you tell us just a sentence about your work and how do you like the summit? Oh, well, about my work, I'm a heavy metal guitar player first, and I started making guitars when I was 17, and for myself first. And after a while, all my friends wanted to try out my own guitars, and it just built itself by itself. And this one is a very extreme example of a 10-string guitar made for another heavy metal guitar player, a friend of mine in Italy, and the first model was in 2012. And it combines a guitar and a bass and a fretless area. And there are some videos on YouTube you can check out. It's Shen by G&G. And regarding the summit, I like it a lot. This is the second time I'm here. And the location is great. And the people is great also. And we'll see how it will grow up during the time. I will keep being here. I really enjoy it. Hier sehen wir am Stand von Hilco. Hilco Guitars aus Belgien. Hilco, can you tell us one sentence about your work and perhaps about the summit? Okay, this is a great show to be attending, I think. Very nice vibe. I've got three Rooster guitars with me. They're a chambered body and I use 3D printing technology for my hardware. So this is 3D printed. You made your own hardware. Yeah, 3D printed aluminium. This bridge wasn't ready, so let's not talk about it. But I do bridges in titanium and I do tailpieces and bridges in aluminium. And they're bell-shaped, they're very light. Guitars are very light because I'm getting older and my back is killing me. So that's why I'm doing lighter guitars. Hier sind wir am Stand von Michael Spalt aus Wien. Michael, kannst du uns in kurzen Worten was über deine Gitarren sagen und vielleicht über den Summit? Ja, also der Summit ist zweites Jahr. Einige Verbesserungen und wir fühlen uns hier sehr wohl. Ich habe zwei verschiedene Arten von Gitarren gebracht. Die einen sind die Totem-Gitarren, die eine Kunstharzdecke haben, wo verschiedene Objekte eingegossen sind. Das ist die Art von Gitarren, für die ich am meisten bekannt bin. Die anderen sind, ich nenne sie die Hybride, Apex-Gitarren, die um eine Aluminiumplattform herum aufgebaut sind und sich durch einen sehr klaren, sauberen Klang auszeichnen. Hier sind wir am Stand von Redemption Guitars. Kannst du uns ganz kurz einen Satz über deine Gitarren sagen und vielleicht deine Erfahrung am Summit? Du bist zum zweiten Mal hier, glaube ich. Ja, richtig. Also der Summit ist absolut cool.
Allein daher schon, weil es absolut kundenorientiert ist. Die Leute haben wirklich Interesse an den Instrumenten. Die sind jetzt nicht hier wegen dem Rheinischen Postabo oder dem Messerstand. Also sind absolut entspannt und der Kundenkontakt, das Feedback ist absolut toll. Ne? Die freuen sich, ne? Die kommen wieder, weil man schon mal da war. Also als Instrumentenbauer hat man eigentlich nicht viel zu lachen, aber man hat wirklich das Gefühl, man bewegt was und es macht Sinn. Und was soll ich sagen? Du baust akustische Gitarren und was sonst noch? Ja, richtig. Überwiegend baue ich akustische Gitarren, nebenbei auch E-Gitarren, Custom-Gitarren, aber ich gehe komplett zurück auf roots-orientierte Gitarren, wo es wirklich nur noch rein um den Klang geht. Ich mache einfach diesen Lack- und Intarsien-Kampf nicht mehr mit und das kommt auch sehr gut an. Dankeschön. Hier sind wir am Stand von Ziel Guitars aus Deutschland. Bastian, kannst du uns ganz kurz einen Satz über eure Arbeit sagen und wie eure Erfahrung am Summit ist? Unsere Arbeit, also wir sind spezialisiert eigentlich auf komplette Custom-Gitarren, machen fast nur Einzelstücke. Richtige Modelle haben wir in dem Sinn zwar dabei, aber letzten Endes kriegt jeder Kunde genau das, was er eben braucht und machen da eben unsere eigene Linie. Und Summit bisher, wir sind das zweite Jahr jetzt da, ist wirklich die Messe für jeden Gitarrenenthusiasten. Also macht echt Laune hier zu sein, sind super interessante Gespräche, interessierte Kunden, coole Workshops, also the place to be, würde ich sagen. Danke. Hier sind wir am Stand von Broserwood Guitars. Hi. Do you want to tell us just one sentence about your work and your experience at the summit? Yeah, sure. We are here for the second time and want to say that this show regarding the guitar builders is one of the best in Europe. We can compare with some others, so it's very nice and hope it will continue. Regarding our work, we are a small workshop, only four people all together. So all our instruments are purely handmade with the top quality and we are glad that our customers which made us on our shows appreciate our work and it's also the reason why we do our job, to keep customers satisfied. Wonderful, thank you. Hier sind wir am Stand von Schwung Guitars aus den Niederlanden. Charles, can you just say one sentence about your work and you're here for the first time, so yes. How is it for you? It's great to be here. Yes, but about my work, these are my guitars and I make three main groups. That is a Fender style, so Red American, Older Body, Maple Neck, like these four here on the left. Then the three on top are the Mahoganys, so Gibson inspired. And then I love to make the crossovers, which are very versatile. They all have 24 steel frets. And they are compound radius from 8 to 13 and they are plected. Das ist Gerald von Marlowe Bass Guitars aus Deutschland. Gerald, ganz kurz einen Satz über deine Instrumente, über den Summit. Wie geht's dir? Also ich fühle mich total wohl hier. Es gibt eigentlich keine vergleichbare Veranstaltung, weil es so eine schöne Atmosphäre ist und die Tanja uns so schön versorgt mit allem. Danke nochmal. Also ganz gerne. Ganz super. Unsere Instrumente, die wir hier aufstellen, sind schön. Was soll ich dazu sagen? Bässe. Ihr seht das hier, das sind Bässe. Wir machen Bässe irgendwie und das macht unglaublich Spaß. Aber es ist einfach, das sind ja nur Instrumente. Was das Schönste ist, dass wir hier sind mit unseren ganzen Freunden und Gitarrenbauern und allen zusammen. Und es ist einfach eine schöne Zeit miteinander. Super, dankeschön. Hier sind wir jetzt am Stand von Nikuba, von Nikuba Guitars, der ein ganz besonderes Ausstellungsstück mitgebracht hat, auf dem man keine Musik spielen kann, oder? Nick, kannst du uns einen Satz über deine Gitarren, deine Ausstellung und den Summit sagen? Also, ich rede ja nur noch über Fahrräder. Das neue Spielzeug, ein Revolt E-Bike, müsst ihr ausprobieren, das macht so viel Spaß. Mein neues Spielzeug und genauso fahre ich jetzt immer zur Arbeit, wenn das Wetter passt. Und wenn ihr genau schaut, kann man ihn auch manchmal durch die Ausstellung brausen sehen damit. Genau, also ich habe jetzt nur Angst gehabt, dass mir keiner dann beim Frank irgendwie in Stand reinnagelt. Das Ding fährt schnell. Ja, ansonsten eigentlich alles wie immer. Die Gitarre geht zur Firma Raybold. Wir haben so eine kleine Kooperation verabredet, dass sie eine Gitarre kriegen. Ich kriege das Fahrrad. Abgesehen davon, dass ich es benutze, können wir uns gegenseitig jetzt einfach helfen. Ansonsten alles wie immer. Ne? Wir haben Pärchen 20th Anniversaries, eine Orca 59, eine Krautster aus Polonia. Da gab es noch nicht mal einen Bericht irgendwie über das Holz, das ich nicht erfunden habe, übrigens auf Gitarren zu wenden. Das haben schon ganz viele andere gemacht, aber leichtes, schönes Holz. Krautster in Polonia, unser Riedbergen-Bass, noch eine Krautster Riedbergen-Gitarre und eine Junior. Und das
Gut, danke schön. Hier sind wir jetzt am Stand von Torillo Guitars. Magst du dich kurz vorstellen und einen Satz über deine Instrumente sagen? Du machst eigentlich nur Bässe, glaube ich. Ja. Ja, gerne. Also ich bin Tom von Torillo. Ich baue seit 21 Jahren Bässe und bisher unter einem anderen Namen nur Custom Shop Sachen gemacht. Und seit Januar 2016 habe ich das Produkt halt, diese Firma. Also sprich meine Designs, der Name Torillo und es gibt Serienmodelle, es gibt aber überwiegend, also die meisten Bestellungen, das sind alles Full Custom Voice, wo der Kunde halt, wo wir uns um Kunden kümmern und exakt, wirklich exakt das versuchen zu bauen, was der Kunde möchte. Und wir laufen damit ganz gut. Wir haben viel Passivbässe und Aktivsachen, die Pickups und Elektroniken. Das ist alles eigen hergestellt nicht, aber mit Kollegen extra für uns angefertigte Pickups und Elektroniken, um einfach unseren Charakter auch so zu featuren, dass wir nicht mal so klingen, mal so, dass wir einen eigenen Ton entwickeln und Basis auf hölzern Klang und Praxis. Also dass es wirklich nicht Boutique-Bässe sind, sondern auch roadtaugliche Instrumente, die halt funktionieren, wo die Kunden kein Problem mit haben. Ein Werkzeug für den Musiker sozusagen. Genau, no, genau. Hier sind wir vom Stand von SAE. Gut, könnt ihr euch kurz vorstellen, einen Satz sagen über was ihr hier zeigt? Ja, also wir sind ein privates Bildungsinstitut mit insgesamt 9 Standorten in Deutschland und wir bilden eben aus in den Fachbereichen Audio, Music Business, Games, Film und Web und Cross Media mit einem sehr hohen Praxisanteil. Das heißt, bei uns wird halt eben zum Beispiel Audio Engineering beigebracht, indem man sich in ein Studio setzt und dort am Gerät quasi lernt. Und deswegen sind wir auch hier auf der Messe. Und seid ihr das erste Mal im Summit? Wir sind das erste Mal auf dem Guitar Summit, genau. Waren schon auf der Musikmesse vertreten, eben auch auf verschiedenen Bildungsmessen hier im Umfeld, aber eben das erste Jahr hier. Und wie gefällt's euch? Bisher super. Wir haben regen Zulauf, eben mit der Virtual Reality Brille, da probieren sich einige mal dran aus. Ja. Dankeschön, schönen Tag noch. Wir sind hier am Stand von Siege Guitars, Christoph Gavels und ja, sind meine Gitarren. Was für Art Gitarren? Baust du elektrische Gitarren, Bässe auch oder nur Gitarren? Hauptsächlich E-Gitarren, aber auch E-Bässe und mein Spezialgebiet ist so Extended Range Guitars, das ist halt so modernere Formen für Progressive Metal, Jazz, also modernen Rock und Metal, das ist so mein Schwerpunkt. Und bist du das erste Mal am Guitar Summit? Ich war letztes Jahr schon da und es hat mir sehr gut gefallen und deswegen dieses Jahr auch sofort wieder zugesagt. Weiß ich nicht, ob man dich überhaupt vorstellen muss, den Gitarrenfans, der Harry Häusl von Häusl Pickups, auch ganz, ganz wichtig für die Gitarrenbauer, weil er unsere tollen Pickups immer wieder macht. Du machst auch, spezialisierst dich auch sehr, Gitarrenbauer zu unterstützen, ja, indem du eigene, also Custom-Arbeiten machst und ja, eigentlich aus der Szene nicht wegzudenken. Das freut mich zu hören. Du bist das zweite Mal hier. Genau, wie zeigst du deine Pickups ein bisschen? Das gefällt mir sehr gut hier. Das ist zum Beispiel ein typisches Beispiel, was wir so machen. Custom-Sachen. Oft kriegen wir Hölzer oder Teile von den Kunden zugeschickt und tun dann nach ihren Wünschen Tonabnehmer daraus machen. Das ist jetzt eine Birke, die bei mir vor der Werkstatt gestanden hat. Also homegrown. Local wood. Very local, extremely local. Und solche Sachen machen wir. Dann auch in anderen Maßen, je nachdem, wie es halt der Kunde will. Wunderschön, danke vielmals und noch einen schönen Sonntag. Wir sind hier beim Stand von Pearl Vibe Guitars. Frank, magst du dich ganz kurz einen Satz vorstellen in Deutsch für den Guitar Summit? Muss ich mich anstrengen. Okay, machen wir es in Deutsch. Ja, ich baue. Ich mache es in Deutsch. Das sind die Pearl Vibe Gitarren. Ich bin Amerikaner, wohne aber schon über 30 Jahre in Deutschland. Stamme aus der Woodstock-Ära in New York, da bin ich aufgewachsen. Habe damit sehr viele gute Leute gespielt, viele gute Gitarren. Habe immer diesen Vibe gesucht, die ich bei alten Strats und Tellys und auch Gibsons gefunden habe. Und bin per Zufall auf Abalone gestoßen, aber das deutsche Abalone. Neuseeländisch oder das grüne australische. Und habe dann angefangen nur mit die Pickguards, ja. Zuerst die grünen und dann auf dieses weiße Abalone, was extrem rar ist. Ne? Ich weiß nicht, ob du das kriegst. Vorne ist dieses Schimmern sehr, sehr dezent, aber extrem rar.
Und ja, damit habe ich viele meiner Gitarren gebaut. Die goldenen, das ist alles weißes Abalone. Auch da hinten dieser braune Oklahoma Borderline, das ist, da habe ich ein spezielles Verfahren, wie ich das Material sogar einfärbe. Kurz gesagt, das sind alles vintage klingende Gitarren. Ich nehme da noch eine ganz ausgeklügelte Elektronik noch dazu. Alles Handarbeit. Das heißt, du baust die Gitarren auch selbst? Baue ich selber, ja. Ja, ich habe auch hier die Hälse. Alle meine Hälse sind dieser Qualität. Ne? Und es ist dein zweites Mal beim Summit. Du warst ja letztes Jahr, glaube ich, auch schon hier. Wie ist es für dich gewesen? Letztes Jahr, dieses Mal? Dieses Mal schön. Also ich bin gerne hier oben mit fantastischer Gitarrenbauer. Ich muss sagen, die Qualität ist ein extrem hoher Level. Es macht Freude, hier mit denen zusammen zu sein und einfach diese Schmuckstücke überall zu sehen. Wenn ich das Geld hätte, würde ich von jedem eine kaufen. Dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Dankeschön. Danke. Dann sind wir hier beim Mark. Magst du dich und deine Gitarren kurz vorstellen? Ice Bass Guitars, das heißt, du machst, you speak English? No, German. Du machst nur Bässe? Ja, wir machen nur Bässe, etwas anderer Art. Wir haben in jedem Bass ein Aluminium-Mittelkern. Also das heißt, die Bässe sind nicht aus Holz, nicht ausschließlich aus Holz, sondern wir haben ein total tolles Konzept. Wir haben ein Mittelteil aus Aluminium. Dadurch erreichen wir einen sehr, sehr schnellen Ton, ein langes Sustain und trotzdem haben wir das Spielgefühl einer normalen Gitarre. Also alles, was angefasst wird, besteht weiterhin aus Holz, hochwertigem Tonholz und alle Bässe sind in Sandwich-Bauweise hergestellt. Unterschiedliche Tonabnehmer, unterschiedliche Hölzer, je nach Kundenwunsch. Das heißt, ihr macht auch Custom-Anfertigungen und machst du die Gitarren alles selber? Ja, wir machen alles selber, oder ich vielmehr, wir sind zu zweit halt auf dem Stand. Aber es werden tatsächlich alle Teile hier komplett bei mir gefertigt, vom Verleimen bis zum Finish, bis zum Lack. Dankeschön und einen schönen Sonntag noch. Dankeschön. Nun kommen wir so langsam zum Ende vom Guitar Summit 2018. Es waren wirklich drei sehr aufregende Tage. Man hat sehr viel gesehen, man hat viele Leute kennengelernt, man hat viele interessante Gespräche geführt, man hat auch viele interessante neue Geräte gesehen und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wir bedanken uns nochmal herzlich fürs Einschalten, fürs Vorbeikommen und wir sehen uns beim Guitar Summit 2019. Ich war Kirill Gromada für Gitarre und Bass. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.